Yeah, das sind lange Beine mit Kira und Anna. Das sind ziemlich lange Beine. Moin. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, woher, fragt uns nicht, woher wir dieses Spiel gefunden haben, aber wir haben jetzt lange Beine bekommen. Oh mein Gott. Yeah. Kira, oh mein Gott, es sieht bei mir so aus, als ob ihr fliegen würdet, gell? Wir sehen einfach wundervoll aus, wenn wir den Springknopf die ganze Zeit gedrückt halten. Ach so, man kann die ganze Zeit springen. Ah ja, oh mein Gott. Man ist wir sehen aus wie Ballerinas. Ja, wir sind eine fliegende Ballerina. Oh wir sind aber Ballerina. Oh nein. Wer hat da Würstchen in den Pool reingelegt? Keine Ahnung. Okay, wer traut sich mit mir in den Würstchenpool? Bisschen chillen im Würstchenpool. Oh ja. Komm nicht mal in den Würstchenpool rein. Also angenehm. Ich wollte schon immer mal in einem Pool mit Würstchen drin sein. Wer möchte das nicht? Oh. Ein Traum für jeden Würstchenfreund. Ich bin untergegangen. Was? Wo bist du? Wie kann man da untergehen? Nein! Ich bin untergegangen. Ach, Kira, du bist in dem Würstchentrank ertrunken. Hä, aber kommst du wieder raus? Ja, ich bin rausgekommen. Echt jetzt? Wie bist du? Achso, warte mal, wie kann man da drin ertrinken? Ich weiß es nicht, ich war auf einmal einfach in der Wand. Und dann bin ich nicht mehr rausgekommen. Warte mal, dann lass mal was anderes ausprobieren. Bevor Kira schon wieder in dem Würstchen ertrinkt. Bevor sie wieder ein bisschen trinkt, gehen wir lieber schaukeln. Ja, lass mal versuchen zu schaukeln, das geht. Oh mein Gott, man kann sich richtig draufsetzen. Man kann sogar zu zweit schaukeln. Oh, Anna, mit wem schaukelst du denn da? Mit, wie heißt der? Oh, ich kann den gar nicht lesen, den Namen. I am Bacon heißt der. Oh, Kira, komm, ich schaukel mit dir, okay? Okay. Warte, wie schaukelt man? Ich bin hier auf das graue Teil gefallen. Ah, das ist, oh, spring rüber, du schaffst es. Spring, 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 du schaffst es. Du bist übelst runtergefallen, oh nein! Warte mal, was ist eigentlich mit dem Riesenrad los? Ich weiß es nicht, aber Anna, kannst du uns anschubsen? Wir können irgendwie nicht schaukeln, irgendwie funktioniert das nicht. Ich drück die ganze Zeit nach vorne und nach hinten, das geht nicht. Ich drück doch mal zusammen nach vorne, dann nach hinten, nach hinten. Okay, pass auf, Kira, wir drücken jetzt zusammen nach vorne, nach hinten, nach vorne... Nein, das funktioniert ganz nicht. Einfach. Oh mein Gott. Nein! Kira ist auch runtergefallen. Oh nein. Diese Schaukel ist viel zu gemein gefährlich. Was ist das hier? Was ist das? Ich glaube, das ist ein Sprungbrett. Willst du mal springen? Ja, ich möchte das Sprungbrett springen. Mach mal einen Trick. Das Sprungbrett. Ich zeige euch den wundervollsten Trick. Man kommt nicht mal hoch. Kommt man nicht hoch? Das ist wir doch extra eine Leiter. Warte. Oh doch, oh. Ich komme hoch, oder? Nein, oh, ich bin runtergefallen. Nein. Das ging schief. Okay. So hoch kann man nicht springen. Hä? Die Beine sind zu kurz. Wofür sind dann überhaupt die Leitern da gemacht, wenn man da nicht hoch kann? Oh. Die sind Deko. Dann lass lieber was Cooleres machen. Glaubt ihr, wir schaffen es, auf das Riesenrad drauf zu gehen mit Riesenbeinen? Okay, warte, ich komme. Ja. Lass es zusammen probieren. Wir gehen mit Riesenbeinen auf das Riesenrad. Lass es zusammen probieren. Oh mein Gott, das ist voll schnell. Was ist das? Das geht? Ich glaube, du kannst da drauf. Ja, doch, ich bin drin. Ich bin drin, ich bin drin. Ich fahr. Ja, ich wurde rausgeschmissen. Oh mein Gott. Ich habe eine Umrundung geschafft. Ich mach hier drin eigentlich nur Saltos. Oh, man muss mit den. Ey, ihr müsst mitlaufen sozusagen. In die Richtung, in die sich das, den sich das Waggon gerade dreht, so, und die musst du auch laufen. Ich hab mich rausgeschmissen. Nein! Ja, das ist so dumm. Ich wurde rauskatapultiert. Ah, ich steck fest! Was? Oh Gott. Hey, es sind sogar Hamsterräder. Ey, ich kauf mir mal Babybeine, okay? Babybeine. Ja, es gibt Babybeine, die man kaufen kann. Kauf dir mal die Babybeine. Babybeine? Babybeine. Ich habe sie mir gerade eben gekauft, aber ich habe sie mir jetzt zweites Mal gekauft. Ey, oh mein Gott. Wisst ihr, was ich denke? Das ist einfach ein Abzockerspiel. Die verkaufen dir Sachen, die gar nicht funktionieren. Warte mal, ich versuche mal die Autobeine. Ich versuche die Autobeine, ich habe sie gerade gekauft. Wo sind die Autobeine? Nein, das ist ein Abzockerspiel. Ja. Ey, oder muss ich das vielleicht irgendwo berühren? Weil irgendwie könnte ich mir auch, ich kann hier auch auf Würstchen draufdrücken. Hier kann man eigentlich auch, ich habe jetzt schon. Du musst dir die Würstchen kaufen, wenn du im Würstchenpool drin stehst. Ah ja, stimmt. Ich habe jetzt aber, ich habe jetzt schon über 150 Robux ausgegeben. Oh nein. Yay, ich sehe. Warte, Default, Carlex. Doch, es funktioniert. Oh mein Gott. Wo bist du? Ich bin am Start. Guck mich an!
Ich habe Autoreifen als Bein. Es funktioniert ja. Doch. Ich bin ein Auto. Oh, wow. Was ist das? Guck mal, ich kann jetzt im Würstchenpool wirklich untergehen. Oh, guck mal. Ja, aber ich krieg's auch mit langen Beinen hin. Oh mein Gott, ihr seid so ultra riesig. Okay, wisst ihr was? Kauft euch doch auch die Autobeine. Das funktioniert. Ihr müsst auf Carlex draufdrücken. Auf Carlex? Und dann lasst uns ein Autorennen zusammenfahren um den Kreis herum. Und dann, wenn ihr da drauf gedrückt habt, kauft es nicht zweimal. Aufpassen, ihr müsst auf Default Lags danach drücken, nachdem ihr das gekauft habt. Und dann, nachdem ihr Default Lags gedrückt habt, drückt ihr auf Car Lags und dann funktioniert das. Ihr kriegt es hin. Dann muss man es aber nochmal kaufen. Ja. Wie jetzt? Das muss man nochmal kaufen. Bei mir steht, dass man es nochmal kaufen muss. Nein, ihr müsst, nachdem ihr es gekauft habt, müsst ihr auf Default Lags drücken. Ich hab's gemacht. Und dann nochmal auf Car Lags. Auf Default Lags und dann bin ich auf Car Lags und dann nochmal kaufen. Okay, dann kauf's noch einmal. Warte, was? Ah. Ich gebe immer noch keine Carlex. Nein! Doch, bei Kira hat's geklappt! Kira! Vielleicht muss ich mich einfach nur umbringen. Ja, vielleicht schon. Genau, bring dich mal, versuch dich mal umzubringen. Oh Gott, das ist so dumm. Ich bin ein Auto! Oh, lass uns gleich ein Rennen gegeneinander fahren. Nein, oder was? Ich hab immer noch keine Carlex. Dann drück mal nochmal auf Default und dann auf Carlex. Ja, drück mal 10-mal auf Default. Aber das hab ich nämlich auch gemacht. Drück mal auf das linke Default Lex, nicht auf das rechte. Das rechte ist Default Arms. Achso, stimmt. Oh, tut mir leid. Dann musst du auf Default Lags. Bei mir funktioniert das. Bei mir doch! Ja! Oh mein Gott, jetzt haben wir alle die Default Car Lags. Okay, wollen wir ein Rennen fahren? Wollen wir ein Rennen machen? Ja, auch für ein Rennen. Okay, dann lass uns positionieren. Okay, wir stehen. Okay, ich zieh runter, okay? Okay. 3, 2, 1, Abfahrt! Oh nein! Oh, das sind so... Oh, 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 oh. Ich muss rennen! Oh nein! Nein! Hey, auf die Seite springen ist verboten! Oh, das ist ein knappes Rennen zwischen mir und Anna gerade. Nein! Oh, aber... Yeah. Wo müsste man durchs Ziel fahren? Geradeaus oder nach links? Hier geradeaus, diese Ziellinie. Oh, okay, gut. Dann habe ich es falsch gemacht. Hey, wollen wir mal kurz hier drauf fahren? Oh mein Gott, guck mal. Oh, yeah. Wow, die vibrieren einfach nur. Das sind nur so Vibrationsreifen, gell? Da kann man einfach nur... Aber wenn so viele Leute drauf sind, vibrieren sie nicht mehr. Oh. Hey, glaubt ihr, man kann da oben drauf, so auf dieses Ding drauf, so... Irgendwie sind die Car-Lags mir zu klein. Ich muss nochmal mit Default-Lags da dran gehen. Ja. So. Ah, doch, man kann draufkommen auf den Ring drauf. Funktioniert sogar. Und dann kann man da oben so laufen. Aber das Ding dreht sich wirklich nicht. Oh Mann, schade eigentlich. Oh. Warte mal, ich versuche mal die Baby-Lags aus. Oh, ich habe die Baby. Oh mein Gott. Ich will das auch. Geht mal an die Startlinie, guckt euch das so an. Warte. Das sind Baby-Lags. Du siehst einfach aus wie ein Stück Stockbrot. Wo bin ich? Ich sehe echt aus wie ein Stockbrot. Nein. Und so der Stock oben das Brot. Hier sind so viele Leute, Alter. Ich hab sie auch. Die kleinen Baby-Legs. Oh mein Gott, Alter. Oh mein Gott, wenn ihr die Car-Legs habt und springt, habt ihr einfach so eine Stange da drin. Ja, stimmt, das ist so eine Stange, gell? Warte mal, soll ich mir versuchen, Long Arms mal zu kaufen? Oh, warte mal, die Sausage Arms. Die Sausage Arms? Okay, warte mal. Okay, Sausage. Oh mein Gott, ich bin jetzt zu einem Auto geworden einfach. Warte mal, ich mach Default-Legs und dann Sausage. Oh, hä? Sausage ist das gleiche wie Dings. Oh. Warte mal, ich versuche nochmal Long Arms aus. Warte. Das heißt, ich gehe hier auf Default Arms und dann auf Long Arms. Ah. Oh nein. Der will immer, dass man es zweimal kauft. Was soll das? Das ist voll gemein. Das ist richtig gemein, dieses Spiel. Abzockerspiel. Long Arms. Ja, ich habe Oh mein Gott, ich habe jetzt auch lange Arme. Oh mein Gott. Ich sehe echt aus wie so ein Enderman jetzt einfach, gell? Oh mein Gott. Carlex? Hey, ich hab jetzt Carlex mit langen Armen. Oh, das sieht so falsch aus. Guck mal. Ich springe da durch die Welt. Oh mein Gott. Was ist das? Oder Baby Legs und dann Long Arms. Funktioniert das? Das sieht... Irgendwie aus, als hätte ich doch noch Baby Arms. Oh mein Gott, ich hätte Baby Arms und Baby Legs habe ich jetzt. Wie wird es so aussehen, wenn du jetzt mit dem Carlex und dem langen Arm runterspringst? Oh, soll ich das mal ausprobieren? Ja, warte. Okay, springen wir zusammen runter? Okay. Ja, okay. Wow. Ah,
Oh nein. Ja, das sieht wirklich böse aus. Okay, Leute, das war wirklich alles, was wir uns jetzt gekauft haben. Das war der Lange-Beine-Simulator. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Verrückt, aber lustig. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, Leute, und ciao! Ciao! Bye-bye!